Hallo aus meiner kleinen Bastelbox, mein Name ist Sebastian und die heutige Aufgabe ist es, in dieses Multiplex-Brett hier eine 180-Grad-Biegung reinzubekommen, aber so wird das irgendwie nichts. Also muss ich mir was anderes überlegen, dranbleiben. Um Multiplex biegen zu können, muss ich das Ganze wie auch bei anderen Holzwerkstoffen bzw. auch bei Echtholz ein bisschen vorperforieren, damit das Ganze auch funktioniert. Das heißt, hier kommen quer einige Einschnitte rein, die allerdings nicht ganz durch das Brett durchgehen, dann wäre es ja durchgesägt, sondern eben ja nur ziemlich viel und ein bisschen was bleibt stehen. Bei Multiplex, ich habe hier 1,5 cm Multiplex und es wird wahrscheinlich ungefähr anderthalb von diesen Schichten hier stehen bleiben. Und der Rest wird eingesägt. Ich habe das Ganze mal schnell angezeichnet. Hier sieht man also, die Schnitte gehen nicht ganz durch, sondern hier unten wird jeweils ein kleiner Steg übrig bleiben. Für diejenigen, die jetzt schon so grob wissen, was ich vorhabe, stellt sich vielleicht die Frage, wie viele Schnitte muss man denn machen, beziehungsweise in welchen Abständen, damit ich wirklich auf die 180 Grad komme, damit das Ganze nicht einfach zu weit offen steht, beziehungsweise die Lücken nicht zu groß sind, dann sieht es ja auch wieder nicht schön aus. Also wie kann ich das Ganze berechnen? Dafür gibt es schöne Tools im Netz, wo man einfach seine Werte eingeben kann und dann zeigt es einem genau, in welchen Abständen man wie genau die Schlitze sägen muss. Allerdings ist das Ganze gar nicht so schwer zu berechnen und deswegen werde ich die Tools nicht nutzen, sondern das Ganze im wahrsten Sinne Pi mal Daumen an der Tafel euch kurz zeigen. Erst nochmal das ganz Grundsätzliche, also was möchte ich machen? Ich habe hier mein Multiplex-Brett, das ist momentan noch ganz gerade und das möchte ich jetzt wieder von der Seite betrachtet einfach einmal biegen, so dass die Oberseite und die Oberseite, Unterseite hier parallel sind und hier habe ich einen 180 Grad Kurve drin. Das sieht jetzt nicht wirklich schön aus, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Frage, die sich jetzt mathematisch stellt, ist, wie viele Einschnitte muss ich hier in der Innenseite machen, damit ich dieses Multiplex so stark biegen kann, dass ich hier auf 180 Grad komme, also dass ich das komplett rumbiegen kann. Aber diese Spalte sollte nicht zu viel sein, denn dann passiert einfach, dass das Ganze so nach unten sich biegen lässt, beziehungsweise hier einfach auch innen große Lücken noch bleiben, obwohl die 180 Grad schon erreicht sind. Das möchte ich natürlich vermeiden, aber wenn ich hier zu wenige Einschnitte reinmache, dann habe ich eher das gegenteilige Problem, dass sich das nur so weit biegen lässt und nicht weiter runter, weil hier halt schon wieder Holz auf Holz sitzt. Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich das dann alles am Holz nochmal selbst zeige. Aber das ist auf jeden Fall die Grundproblematik. Ja, und wie berechne ich das Ganze jetzt? Na, zum einen hängt das von der Sägeblattstärke ab. Die ist bei mir 3 mm etwa, ein bisschen kleiner, aber das kann ich ja erstmal vernachlässigen. Und dann ja, geht es weiter, indem ich mir jetzt erstmal gedanklich hier den Kreis schließe, sodass das Ganze hier ein Kreis ist. Und von diesem Kreis weiß ich den Durchmesser, das ist nämlich hier die Höhe meines Regals. Das Regal soll außen, also von der oberen Kante hier zu der unteren Kante, 21 cm hoch sein. Und da ich die Materialstärke kenne von 3 cm, also 1,5 cm, aber ich habe ja das Material zweimal, also habe ich, ja, ich schreibe mal 1,5 cm Multiplex. Und damit habe ich hier eine Innengröße von 18 cm. Also diese Höhe innen sind 18 cm. Genau, und damit habe ich also auch logischerweise den Durchschnitt dieses Kreises hier, des Innenkreises und auch des Außenkreises. Also einmal der Innenkreis und einmal der Außenkreis. Innenkreis sind 18 cm Durchmesser, Außenkreis 21 cm Durchmesser. Genau, jetzt brauche ich noch das wunderschöne Pi. So sieht es aus und jetzt kann ich mir den Umfang dieses Kreises hier berechnen oder der beiden Kreise. Das heißt, der äußere, ich nenne es jetzt mal einfach A, der äußere Kreis wäre also 21 mal Pi und das sind gerundet 66 cm. Und B ist jetzt der innere Kreis und das sind 18 cm mal Pi gleich 56,6 wieder gerundet. Zentimeter. Das bezieht sich jetzt aber auf den Vollkreis oder auf die beiden Vollkreise. Ich habe hier aber ja immer nur Halbkreise. Also das Ganze endet ja hier und hier, weil das dann gerade weitergeht.
Das heißt, die beiden Werte muss ich jetzt einfach durch 2 teilen. Ist mathematisch jetzt keine korrekte Notierung, aber ich denke, ihr könnt mir folgen. Das heißt, das sind 33 cm und das sind 28,3 cm. Das heißt, mein Außenradius von hier, das hier einmal rundherum, das sind 33 cm und innen, das sind 28,3 cm und das ist eine Differenz von 4,7 cm. Und da die äußere Schicht natürlich geschlossen bleibt, weil wenn die bricht, ist mein Brett kaputt, und die innere Schicht im Idealfall ja auch geschlossen sein soll, also ich möchte dort keine offenen Spalte mehr haben, ist das die Länge, die ich quasi durch die Schlitze raussägen muss. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen verständlich erklären, aber von dem inneren Kreis müssen quasi 4,7 cm weg, damit das Ganze passt. Und genau das mache ich mit meinem Sägeblatt, was ja 3 mm dick ist. Das heißt, ich rechne jetzt, wie viele Schnitte brauche ich, die 3 mm dick sind, damit 4,7 cm weg sind. Und das ist jetzt keine große Rechenleistung, sondern ich brauche einfach 16 Schnitte mal 3 mm. Und dann komme ich auf 4,8 cm. Und das ist im Sinne der Näherung ein ideales Ergebnis. Und das heißt, ich brauche 16 Schnitte in dieser Kurve hier drin, die dann zusammen 4,8 cm Holz wegnehmen, so dass ich hier wieder eine geschlossene Fläche habe bei 180 Grad Kurvenneigung. Kurvenneigung? Nein, also bei 180 Grad. Ihr wisst, was ich meine. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich bin kein Mathe-Genie. Ich habe mir das gestern einfach nur kurz überlegt und das sollte so grob passen. Ich habe das noch nie ausprobiert. Das heißt, ob das Ganze funktioniert, das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Und das Ganze ist auf jeden Fall auch von Rundungen belastet. Das heißt, ich habe hier immer eigentlich keine geraden Zahlen, sondern habe das Ganze gerundet und es ist eh nicht alles so ganz genau perfekt. Das Sägeblatt ist auch keine genau 3 mm dick, sondern halt 2,98 oder 2,78, was auch immer. Das heißt, es ist eh alles nicht so hundertprozentig genau, aber das Ganze sollte auf jeden Fall ausreichen, damit innen diese Kurve ziemlich gut geschlossen ist. Ob es funktioniert, wie gesagt, sehen wir gleich. Ich habe mir jetzt hier mal ein Teststück rausgesucht. Das ist knapp 14 cm breit und 1,20 m lang. Und ich will natürlich nicht einfach jetzt nur eine so eine Kurve machen, sondern ein kleines Projekt basteln. Was das genau wird, seht ihr am Ende oder im Laufe des Prozesses. Aber hier fange ich jetzt erstmal an. Und zwar möchte ich eine 50 cm lange gerade Strecke haben und dann soll die Kurve beginnen. Das heißt, ich zeichne mir hier jetzt erstmal so grob 50 cm an. Das muss nicht auf den Millimeter genau sein. Hier beginnt jetzt die Biegung nach oben und da muss ich natürlich wissen, wie lang ist denn hier eigentlich meine Biegung, wenn das Brett zweidimensional auf dem Tisch liegt. Und das hatte ich ja kurz vorhin an der Tafel erklärt. Der Umfang dieses Vollkreises, wenn ich den jetzt hier quasi voll machen würde, also wenn das Brett sich einmal komplett rumbiegen würde, der liegt bei 66 cm Außenumfang. Und ich habe ja hier nur einen Halbkreis, also sind das 33 cm. Das heißt, ich muss jetzt hier 33 cm in die Richtung abmessen. Und das ist dann der Außenumfang für meinen 180 Grad Winkel oder die 180 Grad Biegung. Dieses Stück ist jetzt also die Biegung und das Stück ist dann die Unterseite von dem, was dann hier schon wieder oben drüber ist. Ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Und jetzt geht es also darum, diese 16 Schnitte, die wir an der Tafel ausgerechnet haben, die ich an der Tafel ausgerechnet habe, die muss ich jetzt hier über diese 33 cm verteilen. Das ist jetzt keine große Kunst. Wir rechnen einfach die 33 cm, die wir hier haben, durch 17, denn wir wollen ja 16 Schnitte, also brauchen wir 17 Zwischenräume. Ich hoffe, das stimmt. Aber doch, ich denke schon. So, 33 durch 17 sind 1,94117 bla bla bla. Also eine super schöne gerade Zahl. Ich werde jetzt mit 1,95 versuchen zu arbeiten und jetzt sozusagen die Abstände hier immer wieder eintragen oder auftragen auf das Brett. 1,95. Na gut.
Das ist super aufgegangen. Ich habe hier zum Glück so einen schönen Metallmaßstab, heißt das so? Ja, ne? Genau. Und da sind ja in der oberen Skala oder in einer der Skalen, ne, schaltscharf, sind ja halbe Millimeter mit eingezeichnet. Hier seht ihr das. Und damit ließ sich das jetzt super eintragen, so dass ich sehr regelmäßig das Ganze habe und es auch hinten auf wirklich ein Zehntel Millimeter aufgegangen ist, sofern ich das mit dem Bleistift hier sagen kann. Egal. Ich zeichne jetzt hier senkrechte Linien parallel, was dann meine Schnittkanten werden, und dann kann ich das Ganze schon sehen. So, und jetzt sollte ich zwischen den beiden äußeren Linien 16 Schnitte haben. Das zählen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Super. Das passt also. Und jetzt kann ich das Ganze sägen. Hier liegt jetzt mein Multiplex auf der Tischkreissäge und direkt am Sägeblatt. Und in der Höheneinstellung würde das Multiplexbrett also komplett durchgesägt werden. Wir wollen aber ja ungefähr eine bzw. anderthalb Schichten Multiplex stehen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt ganz langsam ein bisschen runter mit dem Sägeblatt. Und das ist jetzt eigentlich schon, es war ein bisschen ruckartig, aber eigentlich schon die Höhe, die wir brauchen. Denn oben die Schicht ist ein bisschen dünner als die restlichen. Und dann haben wir jetzt hier den Zahn, wenn der hier vorbeigeht, ist der im unteren Drittel auf jeden Fall. Ne, hier ist er noch zu hoch. Also ein kleines Stück runter muss es noch. Vielleicht so. Und jetzt schrammt er hier gerade so an der Unterkante des letzten ganzen, der letzten ganzen Ebene lang. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Genau, also ich habe jetzt hier eine vollständige Schicht und dann noch die Deckschicht, und die beiden sollen stehen bleiben und der Rest wird durchgesägt. Zum Sägen des Ganzen nutze ich den Schiebeschlitten. Wer wissen möchte, wie ich den gebaut habe, das verlinke ich irgendwo in einer Ecke und oder unten in der Videobeschreibung. Ist auch egal, auf jeden Fall nutze ich den dafür. Hier habe ich jetzt also das Brett, was ich einsägen möchte. Wichtig dabei ist, dass die äußeren beiden Linien nicht mitgesägt werden, sondern nur die inneren 16 Stück. Und ja, wie säge ich das Ganze? Ich lege einfach die Linien hier in die Mitte des Schlitzes an, einfach per Augenmaß, und dann ist das ja auch die Mitte des Sägeblattes. Genau. Die Linien sind jetzt oben drauf, nicht verwirren lassen, weil ich muss ja von oben sehen, wo ich das Ganze anlege. Die werden dann einfach mit der Schleifmaschine weggeschliffen. Ich hoffe mal, dass das gut geht. So sieht jetzt der erste Schnitt aus, und jetzt folgen noch 16, nein, 15 Stück. So sieht das Ganze jetzt aus. Also schöne Schnitte drin, und auch von der Seite sieht man, dass die ziemlich tief sind, und das Ganze federt jetzt auch schon. Aber sobald ich das ein bisschen mehr biegen möchte, kommt ein ziemlich starker Widerstand, so dass ich das nicht weiter biegen möchte, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das hier außen dann aufreißen bzw. brechen würde, sobald ich das hier mit Gewalt wirklich rumbiege. Aber da gibt es einen Trick, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, und zwar das Ganze einfach in Wasser legen. Bei Massivholz kann man das richtig reinlegen und dann länger drin liegen lassen, damit das richtig schön sich vollsaugt, und dann lässt sich das wesentlich leichter biegen. Bei Multiplex bin ich mir da nicht so ganz sicher, wie das mit dem Leim sich verhält. Das heißt, ich werde das nur relativ kurz übergießen oder vielleicht ganz kurz ins Wasser legen und dann mal probieren, ob sich das Ganze biegen lässt. So, das lassen wir jetzt hier mal ein bisschen dampfen und einziehen. Diese Bleistiftstriche hätte ich vielleicht ein bisschen dünner machen sollen. Die sind schon relativ heftig. Naja, das nächste Mal.
So, und schon haben wir das Ganze ungefähr 180 Grad gebogen. Ich wollte jetzt ja eigentlich noch so Abstandhalter vorbereiten, die jetzt genau da hinkommen, wo meine Hand ist. Das habe ich natürlich im Eifer des Gefechts vergessen. Das heißt, ich werde mir jetzt mal schnell überlegen, wie ich das Ganze in Form zwingen kann, damit das jetzt hier wieder trocknen kann. Wenn ich das Ganze jetzt verzwinge, muss ich nur darauf achten, dass der obere Riss hier und der, also nicht Riss, sondern Schnitt, der erste Schnitt und der letzte Schnitt sozusagen übereinander sind. Das kann man ganz gut mit dem Klotz, dass sozusagen der Klotz wirklich hier an Kante und hier unten auch an Kante steht. Damit kann man garantieren, dass unten und oben die Kurve an derselben Stelle beginnt und dadurch biegt die sich dann relativ gleichmäßig auch so, wie sie eigentlich sein soll. Also kurz zur Demonstration, man könnte das Ganze ja auch so verpressen und dann ja, wäre halt hier oben die Stelle weiter in der Richtung und unten wäre es bündig und man könnte es auch versuchen, weiter in die Richtung zu ziehen. Also man hat hier einen gewissen Spielraum und da ist halt wichtig, dass man wirklich darauf achtet, dass die geraden Stücke an derselben Stelle beginnen. Jetzt passt das Ganze. So sieht es von der Seite aus. Was mir aufgefallen ist, ich habe 1 cm verloren und zwar ist das Außenmaß jetzt bei 20 cm und das Innenmaß bei 17 cm. Geplant waren ja eigentlich 21 und 18. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo der Zentimeter hin ist, aber es ist mir eigentlich ehrlich gesagt erstmal egal. Mir ist wichtig, dass die Rundung hier funktioniert und das sieht gut aus und ich lasse das Ganze erstmal trocknen. Es ist jetzt ungefähr erst eine halbe Stunde vergangen und das Ganze sieht von außen schon wieder deutlich trockener aus als vorher und fühlt sich auch trocken an. Aber hier oben sieht man schon, dass das Ganze noch ziemlich feucht ist und auch hier die Schnitte sind ziemlich aufgequollen. Ich hoffe, dass ich das am Ende dann noch ein bisschen alles wegschleifen kann. Aber das Wichtigste ist, wenn ich hier morgen in die Werkstatt komme, dass diese Rundung außen nicht gerissen ist. Da hoffe ich mal sehr stark drauf. Und ihr werdet es gleich erfahren. Einen Tag später wieder zurück in der Werkstatt und zum Glück ist hier nichts gerissen, sondern das Ganze ist nach wie vor eine sehr schöne geschlossene Oberfläche und das Multiplex ist auch getrocknet. Das heißt, jetzt können wir weiterarbeiten. Als erstes werde ich erstmal die Zwing abmachen und mal sehen, wie das Ganze dann ohne Zwing aussieht. Also, wenn ich das Ganze jetzt hier halte, dann sieht man, das bleibt ziemlich in der Form oder ist in der Form. Und wenn ich so aufhalte, klappt es jetzt auch nicht komplett auseinander, sondern man merkt schon, dass eine gewisse Spannung drauf ist und das eigentlich so in etwa bleiben möchte. Und jetzt können wir das hier ganz vorsichtig aufbiegen und das Ganze verleimen. Wie ihr beim Verleimen jetzt gesehen habt, habe ich hier die äußeren 2 cm links und rechts oder in dem Fall jetzt oben und unten nicht mit verleimt. Das heißt, die ersten Zentimeter hier oben sind jetzt trocken, genau wie hier unten. Und das hat einfach den Grund, dass ich das Ganze hier oben noch schließen möchte. Und zwar im Prinzip auch mit Holzleim, das Ganze aber mit Sägespänen vermischt, sodass jetzt hier nicht dieser weiße Holzleim am Ende rausschaut. Sondern das Ganze eben holzfarben ist. Das heißt, ich mische mir jetzt ein bisschen Holzleim an mit Sägestaub und dann verschmiere ich das hier oben und dann auch noch auf der anderen Seite. Und dann ja, lassen wir das Ganze wieder trocknen, bis ich es dann irgendwann schleifen kann.
Das Ganze hat jetzt hier eine Weile getrocknet und es hat sich auch ein bisschen gesetzt, also ist ein bisschen in diese Löcher hier reingelaufen. Allerdings sind keine Risse oder Stellen, offene Stellen entstanden. Das heißt, das ist schon mal sehr schön. Und ja, jetzt machen wir die Zwingen mal wieder ab und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Ja, und wie es zu erwarten war, bleibt das jetzt in der Form. Ich mache das Ganze natürlich trotzdem vorsichtig, aber das Ganze bleibt jetzt aufgrund der Verleimung in der Form, wie das Ganze sein sollte. Ja, und da allein das natürlich langweilig ist, habe ich zwei von diesen Teilen gebaut. Und Ziel ist es jetzt, das Ganze zu einer geschlossenen Form zusammen zu leimen, zu bringen, wie auch immer. Dafür müssen wir aber erstmal, oder muss ich hier die Böden erstmal noch ein Stück kürzen, weil das sonst zu lang wird, weil das an eine bestimmte Stelle soll. So sieht das Gebilde aus, wenn ich es mal zusammenstelle. Das wäre eigentlich an sich schon ein sehr schönes Regal. Das ist mir allerdings hier zu lang, denn es ist 1,09 Meter lang. Und das Ganze ist ja nur, wie fast alles, was ich hier baue, ein Prototyp, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und das werde ich mir jetzt nicht ins Wohnzimmer hängen, sondern das wird in der Werkstatt bleiben. Und ja, wo könnte das anders hin? Ich habe hier nur French-Gliedwände und die sind etwa 85 cm immer zwischen den Balken breit. Das heißt, ich muss das irgendwie auf 80 cm runterkürzen und dann kommt das einfach mit an meine French-Gliedwand. Genau. Wie gesagt, 1,09 Meter ist es jetzt auf 80 cm, das heißt hier werden 30 cm irgendwo rausgeschnitten und dann wird das Ganze einfach zusammen geleimt bzw. gedübelt und ich hoffe, dass es genauso einfach ist, wie es klingt. Jetzt ist das Ganze auf 70 cm zusammengeschrumpft. Ich gebe zu, als es noch 1,09 Meter lang war, sah es noch ein bisschen spektakulärer aus. Aber wenn es nicht passt, passt es halt nicht. Also jetzt 70 cm. Ich finde die Form immer noch sehr schön. Jetzt muss das Ganze nur noch zusammengeleimt werden. Das Verleimen möchte ich mit Dübeln unterstützen. Und um jetzt hier Dübel in die Seiten einzubohren, also einmal hier und einmal hier oben, habe ich hier meinen Bohrtisch aufgebaut, mit dem ich waagerecht bohren kann und habe das auch schon entsprechend eingestellt. Das ist jetzt ein 8er Bohrer für 8 mm Dübel und werde jetzt hier die Löcher bohren. Und zwar habe ich das Ganze jetzt ausgemessen, so ich hoffe, es funktioniert, dass ich das Bohrloch einmal hier bohren kann und dann von dem Bohrloch Mitte bis zum Rand 2,8 cm habe und dann hier hinten an den Anschlag dieses Brett reinlege und dann hier wieder bohren kann und dann von dem Bohrloch, also von der Bohrlochmitte wieder 2,8 cm nach außen habe, so dass die Abstände von ja, links und rechts sozusagen gleich sind nach außen. Soweit die Theorie. Ich habe das an dem Teststück schon mal probiert. Das sieht ganz gut aus, aber ja, wir schauen einfach mal. Das Bohren der Dübellöcher mit diesem Tisch funktioniert wirklich super. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal genutzt hier, um Dübellöcher zu bohren und ja, bin nach wie vor begeistert. Wer sehen möchte, wie ich diesen Tisch gebaut habe und wie er funktioniert, dem verlinke ich das gerne mal oben in der Ecke.
Das Verleimen war jetzt ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt davon gesehen habt. Hauptproblem war, beim ersten Versuch, das zu verleimen, habe ich festgestellt, dass die Dübel doch länger sind als meine gebohrten Dübellöcher. Das heißt, ich musste die Dübel alle nochmal absägen, also auch das Ganze wieder auseinandernehmen, obwohl es schon verleimt war. Ja, und beim zweiten Versuch habe ich es nicht hinbekommen, das Ganze wirklich so fest zu spannen. Das heißt, das ist zwar jetzt alles auf der gleichen Höhe und ist auch bündig, aber ich habe hier halt ganz kleine Spalte drin, sowohl hier als auch hier, was einfach daran lag, dass ich das Ganze nicht rundherum spannen konnte. Ich wollte das eigentlich mit dem Spanngurt machen und war mir sicher, dass ich in der Werkstatt Spanngurte habe. Habe ich aber nicht gefunden, habe aber auch erst danach geschaut, als das Ganze schon eingeleimt war. Man sollte sich einfach Dinge besser planen, mehr Zeit nehmen. Habe ich mal wieder nicht gemacht. Deswegen habe ich jetzt hier diese Spalte drin. Ist wie gesagt ja eh nur ein Versuch. Aber auch bei einem Versuch könnte man sich ja mal Mühe geben. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich jetzt die Spalte drin und muss mal schauen, ob ich die noch irgendwie zukriege. Jetzt werde ich erstmal schauen, ob das Ganze schon fest ist. Denn von dem Verleimen, was ihr gerade gesehen habt, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind schon wieder 2, 3 Stunden vergangen. Und ja, ich schraube mal das Ganze auseinander und schaue mal, ob es so bleibt oder ob es jetzt in alle Richtungen davon springt. Ich zeige euch die Verleimung nochmal aus der Nähe. Das heißt, von der Höhe her passt das Ganze und auch in der Flucht ist das gut gewesen. Also die Dübellöcher waren prinzipiell gut gebohrt, nur halt leider nicht tief genug. Und ja, man muss das Ganze halt wirklich verspannen. Ein Spanngurt wäre, wie gesagt, super gewesen. Ja, halt nicht zur Hand gehabt. Hier vorne habe ich einen knappen Millimeter, denke ich mal, vom Abstand her. Also es ist nicht ganz ein Millimeter, aber knapp. Und hinten ist es vielleicht ein halber Millimeter oder noch ein bisschen weniger. Das heißt, es ist offensichtlich auch ganz leicht schief. Allerdings, wenn ich das Ganze auf eine gerade Oberfläche lege, dann kippelt das nicht, sondern das liegt vollflächig auf. Gut. Wie auch immer, ich werde jetzt die beiden Spalte hier noch ein bisschen versuchen zu füllen mit Leim-Sägespäne-Mix und lasse das noch kurz trocknen und dann muss ich das ganze Ding schleifen. Also hier sind ja auf jeden Fall noch so Wellen drinne. Immer da, wo so ein Knick ist, hat sich hier oben dann eine kleine Welle gebildet und da sind ja auch noch die ganzen Bleistiftstriche drauf. Dann hier auf der Stirnseite sozusagen des Multiplex, da ist ja das Sägespänen-Leim-Mix drauf, wo ich diese ganzen kleinen Fugen hier gefüllt habe. Das heißt, das hier ist gerade eine sehr raue Oberfläche, die muss auf jeden Fall auch gründlich geschliffen werden. Und dann hier innen das Ganze, Moment, ich kann es euch auch hier zeigen. Hier drin ist das auch relativ unsauber. Leider sind auch die Sägeschnitte hier nicht so gut gewesen. Das heißt, hier hat es das Multiplex aufgerissen. Könnte an meinem Sägeblatt liegen, muss ich mir vielleicht mal ein neues kaufen. Wie auch immer, jedenfalls muss das geschliffen werden und hier ist auch noch ziemlich viel Holzleim, was jetzt hier so glänzt. Den versuche ich auch weitestgehend runterzuschleifen, so dass das Ganze dann ja schön glatt ist. Und das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt gefühlt 2 Stunden lang dieses Teil geschliffen, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist jetzt extrem glatt, sehr schön anzufassen. Und selbst die Innenseiten hier, die ja durch die Einrisse beim Sägen der Schlitze
doch relativ beschädigt wurden. Das Ganze konnte ich ziemlich gut wegschleifen. Also ich halte es auch gerne mal ein bisschen näher ran. Man sieht es auf jeden Fall noch, aber es ist super schön glatt und man kann langfahren, ohne dass man irgendwie Gefahr läuft, sich irgendwas einzuziehen. Das Ganze ist also super schön glatt und die geraden Oberflächen sowieso. Und als nächstes werde ich das Ganze ölen, beziehungsweise ich hatte ja heute oder gestern oder irgendwann auf jeden Fall in diesem Video schon gesagt, dass das Ganze an die French Kitwand soll. Und da hatte ich erst überlegt, ob ich hier hinten eine große viereckige Platte ranmache, die ich dann an die French Kitwand hänge. Das hätte den Vorteil, dass hier eine geschlossene Rückwand drin ist. Aber so wichtig ist mir das, glaube ich, gar nicht, so dass ich hier hinten jetzt einfach erstmal eine 40 cm French Gliedleiste ranmachen werde, so dass ich das Regal so wie es ist quasi an die French Gliedwand hängen kann. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich das immer noch ändern. Und prinzipiell würde ich so ein Regal ja eh nicht für die Werkstatt bauen, aber ich bin ja hier zum Ausprobieren und deswegen ja, ist das mein Prototyp und der bleibt natürlich in der Werkstatt. Deswegen kommt da jetzt ein French Gliedleister ran und das Ganze an die French Gliedwand. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Also erstmal nur die French Gliedleister. Die French Gliedleiste ist jetzt dran, aber ich hänge das Ganze noch nicht an die Wand, sondern ich werde das noch ölen. Und wenn ich damit fertig bin, dann kommt es an die Wand. Und da ich schon sehr oft gehört habe, dass man mit Schaumstoff super gut Öl auftragen kann, werde ich das jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Falls ich die Flasche aufkriege. Also die erste Frage habe ich mir schon beantwortet, das mit dem Schaumstoff stimmt. Das funktioniert super gut. Viel besser als mit dem Lappen, wie ich das bisher gemacht habe. Also manchmal hilft das Internet doch, ja. An der Tafel seht ihr noch die graue Theorie und jetzt seht ihr das Endergebnis. Ein wunderschönes Regal. Und ich finde, fürs erste Mal bzw. für einen Prototypen sieht das ganz gut aus. Und mein Kaffee passt auch rein, also alles schick. Ich gebe zu, ein Multiplex-Regal auf unruhigem Multiplex-Hintergrund zu präsentieren, ist nicht die allerbeste Idee. Aber ich habe hier noch keinen Hintergrund, wo ich das irgendwo dekorativ anhängen könnte. Deswegen, ja, müsst ihr da jetzt durch. Ich versuche euch trotzdem nochmal das ein oder andere etwas aus der Nähe zu zeigen. Das sind hier zum einen die etwas fehlgeschlagenen ja, Verbindungen hier. Das sieht man natürlich deutlich, aber trotzdem ist es geschlossen. Auch hier die untere Verbindung. Das Ganze ist also mit Sägespänen und Leim geschlossen. Durch das Schleifen merkt man hier auch keine Fuge mehr, so dass das Ganze sehr schön glatt sich anfühlt. In den Kurven sieht es nicht ganz so gut aus. Zum einen natürlich, weil die Einrisse hier beim Sägen passiert sind und zum anderen, weil das zum Teil noch voll Leim ist. Ich habe das natürlich geschliffen, aber da muss man, glaube ich, noch wesentlich mehr schleifen, damit der ganze Leim runtergeht, damit das Öl dann auch entsprechend einziehen kann. Aber das ist ein gutes Learning fürs nächste Mal, dass ich das mit dem Leim anders machen muss und auch auf jeden Fall das mit dem Sägen. Aber es gibt sowieso noch andere Möglichkeiten, wie man diese Einschnitte vielleicht noch viel besser machen kann. Hier seht ihr mal die Seitenansicht dieser Biegung. Und ich finde, dass mit diesen Querrillen, das hat schon fast was Dekoratives. Das kann man durchaus so lassen. Ja, und so hängt das Regal jetzt hier an der French Gliedwand. Was genau ich da reinstelle oder draufstelle, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke, da lässt sich auf jeden Fall was finden.
Wer schon das ein oder andere Video hier auf dem Kanal gesehen hat, der weiß, ich mache viele Dinge zum ersten Mal oder eigentlich fast alles zum ersten Mal hier und experimentiere gerne, probiere aus, ob irgendwas so funktioniert, wie es irgendwo anders ausgesehen hat. Und manchmal geht es schief, manchmal funktioniert es. Heute bin ich sehr zufrieden, dass das Ganze so funktioniert hat, auch wenn die Innenflächen nicht ganz so perfekt aussehen. Aber das Endresultat finde ich super schön. Meine Berechnungen haben einigermaßen hingehauen, also sogar ziemlich genau, bis auf, dass ich irgendwo einen Zentimeter verloren habe. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Das Endergebnis sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Die Möglichkeit, Holz zu biegen, finde ich auf jeden Fall total spannend. Ich habe hier auch überlegt, ob ich diese beiden Stücken wirklich einfach nur banal zusammenbaue, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder ob man die vielleicht auch versetzt irgendwie verbindet und dann mit einem Stapel der Mitte durch, oder ob man vielleicht eine kleine Lücke lässt zwischendrin und das dann mit Seilen spannt. Da müsste man zwar noch in der Mitte irgendwas reinbringen, aber dass das Ganze halt ein bisschen spannender aussieht. Oder ob man ja irgendwas anderes macht mit diesen Stücken oder ob man eine S-Form macht. All das ist natürlich möglich und ich finde das total spannend. Was ich hier anders hätte machen können ist, ich hätte einfach von Anfang an ein längeres Brett nehmen können. Dann hätte ich das einmal rundherum biegen können und hätte unten nur eine Verbindung gehabt. So habe ich zwei Verbindungen, weil ich einfach kein Brett hatte, was lang genug war. Man kann das Ganze natürlich auch aus Massivholz machen. Das hat den Vorteil, dass es wahrscheinlich wesentlich schöner aussieht und dann auch für einen Wohnraum geeignet ist, während man Multiplex jetzt sich eher nicht ins Wohnzimmer hängt. Und zum anderen kann man zum Beispiel diese Fugen hier wesentlich besser kaschieren, wenn man den Sägestaub nutzt von dem Holz, was man auch für das Regal nutzt. Dann hat es natürlich die gleiche Farbe und gleiche Struktur. Nein, die gleiche Struktur nicht. Aber bei dem Holz passt das dann. Bei Multiplex habe ich ja diese Schichten. Die kann ich natürlich mit dem Sägestaub nicht nachbauen. Deswegen fallen hier halt diese Fugen wesentlich mehr auf, als wenn man das bei Massivholz machen würde. Wenn man einen Kegelfräser hat, ich hoffe, der heißt auch Kegelfräser, aber hat auf jeden Fall die Form eines Kegels, dann kann man das Ganze auch ohne diese Zwischenräume machen, indem einfach die Spitze natürlich oben dünner ist und wenn der Winkel dann passt, das Ganze sich, wenn man das dann rumklappt, wirklich komplett füllt und man überhaupt keine Schlitze mehr hat. Das ist natürlich auch eine super Lösung, aber erstens braucht man dafür den Fräser. Ich glaube, der ist recht teuer. Und zum anderen muss man das dann auch wirklich mit Präzision machen. Das ist so der Punkt, wo es bei mir manchmal ein bisschen hapert. Und deswegen ist das mit so einer, ich sage jetzt mal, groben Lösung eigentlich ganz okay. So, als kleines Fazit, es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Holz hier gebogen habe. Ich finde das total spannend und man hat bestimmt wahnsinnig viele Möglichkeiten oder man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, was man da alles gestalten kann. Und so ein gebogenes Holz macht irgendwie einen guten Eindruck. Genau, also habt ihr schon mal Holz gebogen? Hat es funktioniert? Würde mich interessieren. Also, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Like da und so weiter. Ihr wisst Bescheid. All das hilft, dass der Kanal ein bisschen wächst und ich noch mehr Motivation habe, hier für euch lustige Videos zu machen und solche Sachen auszuprobieren. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was man mal machen könnte, könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wie immer am Ende des Videos hier vor euren Kacheln. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Und wenn von euch irgendjemand noch Lust hat, mir eine schöne Kachel zu basteln, dann geht's los. Und dann hängt die irgendwann demnächst auch hier an der Wand. Ich freue mich über eure Kacheln. Ich freue mich, dass ihr meine Videos schaut und sogar bis hierher, bis zum Ende. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Samstag. Dann gibt es wieder ein neues Video von mir. Bis dahin, macht's gut.